Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Zenka-LP, ja. Ihr seht jetzt hier gerade im Hintergrund ein Gameplay von mir, also Soul, Jan, mit der G36C, Rückstoß, Schalldämpfer, Plünderer, Schnellziehen und Stalker, alles in der Pro-Version, die Semtex, die Flashgranate und den Spezialisten habe ich dabei mit Fingerfertigkeit, Assassine und Totenstelle, alles auch in der Pro-Version, ja doch, ich denke mal schon. Und da werde ich direkt mal schwarz-weiß kariert weggeholt, weil der Penner mir einen Headshot gibt. Ja, was gibt's eigentlich zu sagen in diesem Gameplay? Der Score ist jetzt nicht so der Überburner. Ich glaube, am Ende ist das irgendwo zwischen 18 zu 9 oder so. 19 zu 9, irgendwas die Richtung. War jetzt auf jeden Fall mal das erste halbwegs anständige Gameplay, was man mal hätte hochladen können. Weil ihr wisst ja, Modern Warfare fucking 3 und so. Ist ein bisschen behindertes Spiel und so. Ne? Kennt ihr ja. Und ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Das ist natürlich das erste Gameplay, was ich jetzt hier so hochlade, deswegen nicht zu krass hardcore sein mit dem Score. Ich werde in nächster Zeit auch wieder mehr MW3 spielen, dass ich da auch langsam mal ein bisschen mehr holen kann. Oh ja, da hier richtig schön um die Ecke geholt und da mein Teamkameraden gerecht. Ja, das heißt, ihr werdet ab und zu, je nachdem wie ich Zeit habe, immer mal wieder ein paar Gameplays sehen. Vor allem, ihr seht ja, es ruckelt immer mal wieder so ein bisschen. Da muss ich immer gucken, dass ich eine Aufnahme hinbekomme, wo es nicht ruckelt. Und ja, jedenfalls, ich beschreibe mich mal als einen durchschnittlichen Spieler. Ich bin jetzt kein Eldrix, kein Commander Krieger, keiner, der da mit seinem Team bin über Score reist. Das werden wir natürlich auch noch aufnehmen, dass wir irgendwann mal zu 6 dann Public ein bisschen S&D zocken und so. Das werden wir dann sehen. Jedenfalls, wie gesagt, erstes Gameplay und da, der Lappen sieht mich nicht mal mehr. Und da werde ich weggeholt gleich. Ja, jedenfalls, ja, was gibt's sonst noch so zu sagen? Zum Gameplay eigentlich eher weniger. Ich meine, ist ja mittlerweile alles klar. Rechts von uns geht's gerade ab, aber wir sehen das nicht auf der Minimap. Schlechte Map Awareness. Und ja, ansonsten, wie gesagt, was jetzt so ein bisschen nochmal vielleicht wichtig sein könnte für euch. Die ganze Sache mit dem Promoten, Abonnieren und so weiter und so fort. Das wäre. Darüber möchte ich denn jetzt doch nochmal kurz reden, weil ich habe da schon in dem Skyrim-Part drüber geredet, den ich aufgenommen habe, aber ja, der dauert noch ein bisschen, bis der rauskommt, da werdet ihr dann ungefähr genau dasselbe Geschwafel hören. Aber weil das hier heute Abend, also das ist ja jetzt im Moment der 8.8. 2012, müsste das rauskommen. Und heute Abend irgendwann so um 18 Uhr oder so. Jedenfalls, ja, müsst ihr dann gucken, dass ihr da auch gut dabei seid. Jedenfalls, ja, das weitergeben, abonnieren, kommentieren, Rückmeldung geben, liken, disliken. Es ist ja für uns so, jedes Mal, wenn wir einen Klick bekommen, dann, wir gucken natürlich ab und zu mal in unseren Videomanager und wir freuen uns natürlich schon wie ein Keks, wenn jetzt auf so Sachen wie, ja, auf so Sachen wie Minecraft jetzt nach einem Tag schon direkt mal 60 Views drauf sind, das freut uns natürlich wie ein Keks, ja, da denken wir uns ja super. Aber von den 60 Leuten hat kein einziger einen Kommentar abgegeben. Wirklich kein einziger. War keiner dabei, der in irgendeiner Richtung einen Kommentar abgegeben hat. Egal ob gut, schlecht, irgendwas. Leute, schreibt Kommentare. Wenn ihr euch das Video anschaut und euch gefällt, was nicht. Am besten eher noch euch gefällt, was nicht, damit wir das verbessern können in den Folgen aufnehmen. Weil wir haben jetzt 19 Folgen Minecraft. Und diese 19 Folgen könnt ihr zwar immer wieder Rückmeldung geben, aber es wird sich dann in den 19 Folgen nichts mehr verändern. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal nicht mehr so viel auf in Minecraft. Deswegen ist es wichtig für uns, dass wir Rückmeldung bekommen. Und da sehe ich den Lappen nicht. Ich habe eine UAV und dann killt er mich schon hinten mit der FMG. Da habe ich wieder geschrien, Mann. Jedenfalls, ja, sorry fürs Nase hochziehen. Ich bin anscheinend auch ein bisschen krank geworden. Ich weiß nicht, woher ich es habe. Ich habe in den letzten paar Tagen eigentlich eher nur zu Hause rumgesessen. Weil, ja, gab keinen Grund rauszugehen. Keine Freunde da. Alles irgendwie dunkel, böse, Wolken sind scheiße. Ja, jedenfalls, merkt euch das. Ihr könnt zwar auch mit Likes und Dislikes bei uns Bescheid geben, ob euch was gefällt oder nicht, aber ihr müsst euch immer im Klaren darüber sein, dass Kommentare, die nützlich sind, also nicht, wir wollen auch nicht sowas wie, ja, das und das ist scheiße und das ist gut, sondern also, oder das, oder generell, ihr seid scheiße oder ihr seid gut, das wollen wir nicht hören. Wir wollen hören, wenn ihr sagt, ihr seid scheiße,
dann wollen wir hören, warum sind wir scheiße. Dann, was weiß ich, die Bildqualität ist kacke oder der eine spricht viel zu leise oder der andere labert zu laut oder ihr macht das und das bei Minecraft in dem Gameplay falsch, probiert's doch mal so. Das nenne ich konstruktive Kritik und das brauchen wir. Weil, wenn ihr uns das nicht sagt und dann immer weiter rumhatet, aber wirklich richtig weiter rumhatet die ganze Zeit, so nach dem Motto, ist immer noch scheiße, aber ihr sagt uns nicht was. Dann zieht ihr unsere Videos runter, ohne dass ihr uns was irgendwie sagt. Da gucke ich jetzt schön aufs Scoreboard. Von wegen Ismail ist cheating, der hat 12-2, das kann sehr gut sein, ich weiß es nicht. Ich habe darauf nicht geachtet. Jedenfalls steht es schon 47-27. Und das Gameplay neigt sich auch noch langsam dem Ende zu. Es sind noch 2,5 Minuten. Jedenfalls, Leute, schreibt wirklich Kommentare und spart auch nicht an Wörtern. Also wenn ihr dann alle 500 Wörter braucht, ich weiß, dass es Leute gibt, die denken sich dann, warum sollte ich 500 Wörter schreiben? Es ist ja nicht mein Kanal oder ich habe es nicht unbedingt nötig, da zu gucken. Voila, lag ich ganz schön krass rum. Ja, jedenfalls, da kommen noch 2 schöne Kills. Und ich glaube, das ist auch das, wo ich jetzt gleich mal das erste Mal der Silence in dem Spiel bekomme. Ja, da steht's jetzt. He's wallhacking, that silence assassin and blind eye, and he's still silent, just me around. Corners and fucking cheater. Naja. Jedenfalls, auch, ihr könnt auch gerne Likes. Ich meine, Dislikes sind wirklich nicht schlimm. Aber wenn ihr Dislikes gebt, dann würden wir schon von euch erwarten, dass ihr ein Dislike gebt, aber dass ihr dann unten noch reinschreibt, warum ihr den Dislike gebt. Einfach damit wir wissen, was wir besser machen können. Weil ich meine, es bringt doch nichts. Wenn ihr euch die Videos angeguckt habt, dann wisst ihr doch ganz genau, dass davon mehr kommen wird. Und wenn ihr euch die Videos gerne weiter angucken werdet, weil ihr gedacht habt, hey, Minecraft, cool, 5er-Truppe, vielleicht sind die ja ganz cool, dann merkt ihr aber, die sind aber nicht so cool. Oder die gefallen mir nicht so ganz, weil irgendwas machen die falsch. Dann disliked ihr und schreibt, warum macht ihr es falsch und dann verbessern wir uns. Dann könnt ihr vielleicht die nächsten Parts gucken, ohne euch über irgendwas aufregen zu müssen, was wir falsch machen. Weil dann, boah, dafür müsste man mich eigentlich in die Kammer sperren, Alter. Harter Aim-Fail. Da, vom Fenster aus mit der Headshot. Hardscope. Ja, jedenfalls, ihr müsst immer dann dranbleiben, weil wenn ihr wollt, dass wir bessere Videos machen, müsst ihr uns sagen, wie wir es machen sollen. Weil ich meine, keine Ahnung, wir hängen jetzt bei Minecraft zum Beispiel an die eine, so ein bisschen das Zentrum ist zusammen und ein Haus, das von mir, steht zum Beispiel ein bisschen weiter weg. Und da hätte er jetzt zum Beispiel auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, ja. Ich meine, das ist ganz normal, wenn da kein Platz mehr ist, dann baue ich mein Haus woanders. Aber keine Ahnung, oder wenn ihr sagen wollt, ja, das Haus sieht blöd aus, irgendwie da und da ist es unsynchron, oder probiert es doch mal mit dem Raum oder sowas, keine Ahnung, dann schreibt das rein. Und, das ist uns wichtig, uns hilft das weiter. Deswegen ist Kommentieren wichtiger. Jedenfalls endet hier das Gameplay. Jetzt werde ich gleich sehen, ihr habt hier einen ganz komischen Schnitt drin, ne? Da mit 18:8 in das Gameplay, also noch eine Zweierquote. Jedenfalls, ja, Final Kill, ihr seht da schon an dem Zeichen und Level 80, dass er da irgendwas nicht, dass da irgendwas nicht okay ist. Jedenfalls, ja, dieses Gameplay endet und haut's rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!